Ah, da seid ihr gerade richtig. Gerade habe ich meine Klarinette zusammengebaut. Ich freue mich ja immer, wenn ich Zeit habe zum Klarinette spielen. Vielleicht kennt ihr das? Katze aus Peter und der Wolf. Und wenn der Wolf aus dem Wald kommt und die Katze auf den Baum flüchtet, dann klingt es so. Klarinette ist schon ein wunderschönes Instrument. Sie sieht sehr schön aus und hat einen sehr weichen Klang. Das hat übrigens Mozart für die Klarinette geschrieben. Gibt es viele unterschiedliche Instrumente. Hier seht ihr klassische, romantische Klarinetten und verschiedene moderne. Natürlich kann man mit der Klarinette überall mitspielen. Im Symphonieorchester, in der Blasmusik, schon im Jugendblasorchester oder in der Tanzmusik. Das ist ein Samba. Auch in der Filmmusik kommt die Klarinette vor. Da gibt es den Film The Victor's Tale. Mir hat Klarinette spielen immer schon Spaß gemacht und irgendwann wollte ich das zu meinem Beruf machen. Jetzt unterrichte ich Klarinette im Musikum in Straßwalchen, in Neumarkt und in Köstendorf. Natürlich kann man auch in anderen Orten Klarinette lernen. Jetzt würde mich aber interessieren, was sagen denn meine Schüler dazu? Hallo, ich bin der David und ich bin zum Musikinstrument Klarinette gekommen, weil es mich extrem fasziniert hat, wie viel man eigentlich mit 10 Fingern aus so einem Musikinstrument herausholen kann und man einfach mit jedem anderen Musikinstrument zusammenspielen kann und eigentlich ja jede Musikrichtung spielen kann. Klarinette spielen macht einfach nur Spaß. Also was mich an der Klarinette so begeistert, ist, dass man auf gar nichts angewiesen ist. Man kann sehr, sehr hohe, aber auch voll tiefe Töne spielen. Und man kann die Klarinette in Begleitstimmen sowie auch in Solostimmen einsetzen. Also meiner Meinung nach ist sie einfach voll vielfältig und einzigartig wie kaum ein anderes Instrument. Also ich spiele Klarinetten, weil wir bei der Musik voll der geile Haufen haben. Weil man beim Musizieren Freund fürs Leben kennenlernen kann. Erstens, weil man zu der coolsten und geilsten Gemeinschaft der ganzen Welt gehen kann, zu der Musik. Zweitens, weil man super cool ist und alle beeindrucken kann. Drittens, man hat musikalische Erfolge und das ist ein super Gefühl, ich sag's euch. Viertens, man kann richtig viel Spaß haben mit der Klarinette und auch voll viel machen. Und man hat alle mit allen
voll schöne Zeit beim ganzen Spielen, Musizieren und miteinander sein beim Musizieren. Ja. Musik bringt Sicherheit in einer unsicheren Welt. Also spiel nicht mit dem Feuer, sondern mit deinem neuen Musikinstrument. Wenn eine Klarinette spielt, verpasst sie was im Leben. Ja, das freut mich natürlich schon sehr als Klarinettenlehrer. Ein berühmter Philosoph hat übrigens einmal gesagt, ohne die Klarinette ist das Leben ein Irrtum. Oder so ähnlich hat er das gesagt. Gemeint hat er jedenfalls damit, mit Musik ist das Leben wesentlich schöner. Meldet euch also am besten gleich an im musicum.at. Und jetzt hört euch noch ein bisschen Musik mit Klarinette an.